Jetzt geht's gleich richtig rund. Wir sprechen über das Thema Reifen. Viele Donau 3 FM-Hörer haben das lange Osterwochenende vielleicht auch dafür verwendet, endlich mal die Sommerreifen drauf zu machen. Ehrlich gesagt hatte ich das auch vor, aber meine Sommerreifen, die sind glatter als die Glatze von Vin Diesel, da brauche ich erstmal was Neues. Und deshalb bin ich jetzt in Neu-Ulm beim Premio Reifen und Autoservice G&H und werde mich beim Herrn Potsch erst einmal ein bisschen schlau machen. Die Faustformel lautet ja von O bis O. Ist es heute noch sinnvoll und gültig? Absolut. Es kommt natürlich auf die Temperaturen an. Man sagt ja, so ab 7 Grad plus kann man auf jeden Fall dann anfangen, die Sommerreifen zu montieren. Manch einer denkt sich vielleicht auch, okay, meine Winterreifen, die sind sowieso nicht mehr ganz so gut. Die fahre ich jetzt einfach über den Sommer hinweg runter. Kann man das machen oder ist das vielleicht sogar ein Sicherheitsrisiko? Man kann es machen, wenn jetzt nicht mehr so viel drauf ist. Aber es ist nicht zum Empfehlen. Gerade wegen Haftung auf der Straße etc. würde ich jetzt so nicht empfehlen. Also wir brauchen dann auf jeden Fall neue Sommerreifen. Was macht denn einen guten Sommerreifen überhaupt aus? Da gibt es zwei Varianten. Der normale, der mit kraftstoffsparend, Laufruhe, Fahrverhalten im Aquaplaning, die Laufleistung. Oder dann die sportliche Variante mit verkürztem Bremsweg, Handling, Reibwert, sage ich mal Performance. Also kommt es natürlich darauf an, welche Art Fahrer man natürlich ist. Wenn man natürlich dann ein fauler Autofahrer ist und eigentlich gar keine Lust hat auf Reifenwechsel, wären dann Ganzjahresreifen auch vielleicht eine Alternative? Und wenn ja, für wen? Alternative auf jeden Fall mittlerweile. Aber man muss schauen, für wen. Betrifft Berufstätige, wo in der Früh, wenn es schneit, zur Arbeit müssen, würde ich jetzt eher nicht sagen. Aber für den Normalverbraucher, wo jetzt, wenn es schneit, nicht auf die Straße muss, vielleicht erst einen Tag später, wenn alles geräumt ist, auf jeden Fall, das ist das Alternative mittlerweile. Dann wissen wir uns auf jeden Fall Bescheid, welche Reifen wir brauchen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Donau 3 FM. Einfach gut informiert.